So, da sind wir dann auch schon wieder bei einer neuen Folge Minecraft Let's Play. Und wir sind immer noch damit beschäftigt, diesen Berg hier mal wieder etwas in Form zu bringen, nachdem wir ihn total verwüstet haben. Den Wüstenberg verwüstet. So, wir nehmen jetzt einfach mal hier nur den kompletten Cobblestone raus. Sand und Dreck lassen wir erstmal liegen. Das geht ja schnell dann hinterher. Nur, dass wir dann schon mal die Eisenspitzhacken aus dem Inventar haben. Ein rhythmisches Klacken und Abbauen. Man hört, wie der Stein berstet und wie er in unserem Inventar klackert. Noch eine Reihe weniger in der Höhe bedeutet natürlich noch eine bessere Aussicht. Das denn? Garstige Löcher. Eine Mini-Höhle hier. Hier auch. So. Hat man hier gleich eine schöne Treppe. Die Eisenspitzhacke ist gleich schon weg. Ich hab so das Gefühl, dass die die Haltbarkeit runtergeschraubt haben. Da müsste ich mal wirklich mal ganz genau im Wiki nachlesen. Boah. Schon wieder ein bisschen erschreckt. Nee. Die sind ja so wahnsinnig schnell weg. Die Dinger. Zwei, eins, klack. Nee. Eins. Ich habe mich nicht erschrocken. Nein, gar nicht. In der Mitte, wo wir uns durchgegraben haben. Welche Seite ist jetzt eigentlich größer? Ich dachte eigentlich, dass die Seite, auf der ich wäre, die kleinere ist. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, ist das doch eigentlich genau umgekehrt. Das hier ist die kleinere. Gut, an der arbeiten wir jetzt auch schon länger, wenn man mal guckt. Das gehört ja auch noch alles dazu hier. Nur weil es nicht auf der gleichen Höhe ist, heißt das ja nicht, dass es nicht dazu gehört. Aber ich denke, zwei, drei Projekte und dann ist das hier wirklich Geschichte. Dann haben wir hier ein schön ebenes Plateau, auf das wir irgendwann mal was Tolles stellen können. Ich meine, ich denke ja damit auch ein bisschen an die Zukunft. Der ebene Platz wird immer seltener in der Nähe unserer Stadt. Und deshalb müssen wir früher oder später eher anfangen, unsere Umwelt zu planieren. Da können wir doch am besten schon jetzt anfangen, bevor wir dann irgendwann später feststellen, oh Gott, kein Platz mehr. Und dann Panik schieben, weil wir alles auf einmal planieren müssen. Wenn wir jetzt immer mal Stück für Stück so ein bisschen unseres Grund und Bodens in die Tiefe verlegen,
haben wir zum einen Rohstoffe en masse. Zum anderen haben wir halt schon neues Bauland. Denn das hier bietet sich doch förmlich an für die nächste Stadterweiterung. Wo dann auch mal dieser Kaktuswald dort, dieser professorische, wegfällt. Und stattdessen vielleicht eine gescheite Stadtmauer kommt. Der Wassergraben, den wir sonst immer haben. Der auch noch um unser neues Gebiet fehlt, aber damit warte ich noch. Von außen soll es immer noch so ein bisschen wüster aussehen und da ist zu viel Wasser einfach unpraktisch. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Inventar? Noch nicht so viel. Naja, jetzt wo ich da oben grab, geht auch kein Sand mehr drauf. Das heißt, der Sand bleibt im Inventar liegen. Das heißt, wäre jetzt doch wieder schlauer, wenn ich jetzt ein bisschen seitwärts wieder arbeite. Aber können wir immer machen. Erstmal eine Reihe oben abziehen und dann seitwärts gucken, dass wir die Seiten platt kriegen. Schlimmsten ist diese Frontpartie hier. Weil da liegt auch noch das meiste Sand, das meiste an Sand, weil es diese Steile einfach ist. Da kam ich halt bisher nie wirklich gut dran zum Sandernten. Deshalb liegt da noch das meiste. Bis hier. So, ein noch weiter. Da anfangen. Es bietet sich nämlich an. Da lag überall nur einer drauf. Beziehungsweise hier zwei. Aber mein Gott, der eine da. Und gleich ist auch schon die zweite Spitzhacke kaputt. Dann machen wir noch die Diamantspitzhacke zu Ende und dann ist endgültig Ende im Gelände. Dann haben wir auch erstmal genug Cobblestone, auch für unser Turmprojekt, für den Weg, den wir bauen wollen. Na, wieso geht der denn da nicht? Kann ich jetzt pluppen lassen? Aber Platz habe ich noch. Naja, schade. Der da, der pluppt aber. Ja. Und es wird wieder dunkel, so wie es aussieht. Das heißt, wir machen jetzt noch ein paar Spatenstiche, bis die Spitzhacke kaputt ist. Oder, das könnte doch etwas länger dauern. Ja, dann gehen wir schnell hier rum. Das ist jetzt auch schön, dass man hier jetzt schon rumlaufen kann. Da ging auch schon der Mond auf, also es war allerhöchste Eisenbahn. Schneller kaputt als ich dachte. Ah, das geht doch gleich wieder angenehmer. Zwar auch nicht super schnell wegen fehlender Verzauberung, aber mein Gott, man kann nicht alles im Leben haben. Oh, theoretisch könnten wir uns einfach mal hier durchgraben. Das war ja soweit schon fertig. Dann haben wir wirklich nur noch zwei kleinere Hügel. Und dann haben wir halt auch den psychologischen Vorteil auf unserer Seite. Außerdem sieht es dann auf der Karte wieder etwas weniger schlimm aus, da wir hier ja schon überall Boden gelegt haben. Oh, genug Platz im Inventar haben wir auf jeden Fall noch. Vier.
zwar noch einiges an Weg. Das war jetzt hier so ein bisschen schneller. Oh ja, hier hatten wir die eine Reihe abgebrochen. So, wieder ein Sand weniger. Das ist jetzt, glaube ich, marginal, was da an Sand drauf geht. Aber 6 Stacks sollten es wohl noch sein. Schätzungswert. So langsam füllt sich das Inventar auch mal ein bisschen. So, dann geht's hier weiter. Ja, das übersehen war da unten. Ah, Dreck. Viel Dreck. So, den nehmen wir aber mit, weil der eh ab muss. Den Dreck rauspopeln. Aber da unsere Dreckvorräte ja jetzt gleich null sind oder fast gleich null, ist das auch nicht schade, dass wir mal ein bisschen Dreck wieder mal reinkriegen. Nervt immer, wenn man dann gerade sich so ein bisschen eingespielt hat und dann muss man das Equip wechseln. Der hier weg. Der hier weg. Boah, ich dachte gerade. Naja, ich spiele schon zu lange. Ich bilde mir jetzt schon wieder Sachen ein. Das ist nicht gut. So. Der weg. Bin gespannt, ob die Spitzhacke noch reicht, um die Ecke hier wenigstens noch abzukatten. Aber wieder eine Diamantspitzhacke für unsere Wall of Fame, werden wir sie nennen. Oh, das reicht hier. So, wenn wir jedes Mal, wenn wir Cobblestone brauchen, jetzt so ein kleines Stückchen hier rauszimmern. Dann wird das recht schnell weg sein. Ja. Der Klotz und der ebenso große Klotz daneben noch. Wofür sind eigentlich immer diese Schäden, die ich da kriege? So. Und Ende für heute dann.
So. Ja. Nächstes Mal wird dann eine neue Spitzhacke gemacht. Wir räumen jetzt auch... Na gut, das Zeug, das könnten wir noch wegräumen.